Wir sind jetzt am Landratsamt in Kelheim. Ein toller Ort, Blick zur Befreiungshalle. Ja, und was machen wir heute? Wir haben heute eine tolle Veranstaltung. 10 Jahre Integrationsgeschäftsstelle. Es gibt schon einen Grund zum Feiern, wenn wir Geburtstag feiern. Vor 10 Jahren hat der Freistaat Bayern einen Integrationsbeauftragten oder die Stelle eingeführt. Und da gibt es halt eine Feier im Landratsamt, deswegen, weil ich der erste Integrationsbeauftragte sein durfte. Und deswegen haben wir gesagt, machen wir es bei uns da. Können Sie jetzt schon nach diesem Dreivierteljahr Bilanz ziehen? Und wo sehen Sie Ihre inhaltlichen Schwerpunkte jetzt noch in der nächsten Woche? Ja, es war natürlich schon ein Grundstein gelegt durch die aktive Arbeit der Vorgängerinnen und des Vorgängers maßgeblich natürlich. Und von daher habe ich mir eigentlich diesen Dreiklang vorgenommen, Sprachenbildung, Arbeitsmarkt. Ich war ja mal Lehrerin, von daher war mir natürlich Schule, Sprache, Bildung sehr nahe und ich halte das auch nach wie vor für die größte Herausforderung, die wir zu leisten haben, möglichst von Kindesbeinen an gleich an die Sprache, an die Kultur herangeführt. Zwischendurch, ich habe vorher gesagt, von Religionen, wir integrieren Menschen und keine Religionen. Und deswegen freue ich mich trotzdem, dass religiöse Vertreter da sind von der russischen orthodoxen Kirche. Herzlich willkommen, vielen Dank. Es ist eine große Ehre und natürlich Monsignore Johannes Hoffmann, vielen Dank. Und dass auch du da bist, freue mich und auch viele Vertreter der verschiedenen Glaubensgemeinschaften. Und es macht sehr viel Freude. Kurz vielleicht noch 2 Sätze zu den Projekten. Wir möchten jetzt den Integrationsrucksack starten. Ein Projekt, das auch in der frühkindlichen Bildung ansetzen soll, das auch Bildung in die Familien tragen soll, vor allem dann, wenn die Bereitschaft bzw. die Kompetenz der Sprache in den Familien nicht so vorhanden ist und die Motivation noch nicht so ausgeprägt ist. Und hier in der Integrationsbeauftragte Gudrun Brendel-Fischer. Wir müssen jetzt mal genauer nachschauen, wie funktionieren die Integrations- und Sprachkurse. Sind eventuell die Wartezeiten recht lang, bis jemand einen Platz bekommt? Sie kann die Arbeit von Martin Neumeier und ihren Vorgängerinnen fortführen. Am Dienstag haben sie aber erst mal gefeiert, was sie in den letzten 10 Jahren erreicht haben. Jetzt liegt Kelheim schon eine Weile zurück. Wir hatten eine tolle Veranstaltung anlässlich des 10. Geburtstages mit Martin Neumeier, dem ersten Integrationsbeauftragten in Bayern. Ich konnte mit vielen Integrationsakteuren sprechen und ja, was mich besonders freut, heute bei einem Besuch am Bundesamt für Migration und Flucht in Nürnberg konnte ich von Herrn Dr. Sommer hören, dass vor allem die berufsbezogenen Sprachkurse sich zunehmender Beliebtheit erfreuen, jetzt mehr Anteil haben als die Integrationskurse selber und das bedeutet, dass die Integrationsfortschritte sehr gut laufen und wir auf einem guten Weg sind.